Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TOC, Schätze des Wissens. Heute geht es um Qigong und Musik. Was haben diese beiden miteinander zu tun? Haben sie überhaupt eine Verbindung? Ich habe für diese spannende Frage drei Vertreter eingeladen. Einmal Markus May, er ist Meisterschüler von Tian Liang und Musiker, spielt Gitarre und die persische Oud. Dann Heiner Frühauf in Portland, Oregon. Er ist TCM-Arzt und Sinologe und Linienhalter einer der ältesten I Ching Jing-Linien in China. Und Fao Torres, er hat 6 Jahre in Taiwan gelebt, ist Musiker und Tai Chi- und Qigong-Lehrer. Zwischen den Interviews gibt es praktische Beispiele der Verbindung zwischen Qigong und Musik. Ich wünsche viel Vergnügen. Ich bin der Heiner Frühauf und ich bin vor 35 Jahren als Krebspatient zum Qigong und zur chinesischen Medizin überhaupt gekommen. Stetig und beharrlich, aber dabei entspannt bleiben und den Humor bewahren. The Path of Life. Ich würde mitnehmen das Tao der Fülle von Lawrence G. Bold und auf jeden Fall meine Schallplattensammlung und einen solarbetriebenen Schallplattenspieler. Hua Hu Qin of Lao Tzu. Wenn ich ein Buch mitnehmen könnte in die Einsiedelei, dann wäre das die chinesische Originalversion des Huang Di Nei Jing, der Medizinklassiker des Gelben Kaisers. I love many, but let's say Tabula Rasa of Arvo Part. Die Musik, die ich gerne höre, ist kosmische Musik, also klassische Musik, die weniger individuell ist, sondern die Schwingung des Universums nachahmt, wie zum Beispiel Bach oder Vivaldi, Mozart, aber auch die Musik, die Steppenvölker machen, mit dem Kehlkopf singen in Sibirien, der Mongolei etc. Aus der klassischen persischen Musik den Jaha Mesrab Abu Atta von Hossein Ali Sadeh. Is really our way of human beings to self-destruction? Fragen, die ich mir im Moment überlege, ist zum Beispiel, wie in unserer von Krisen geschüttelten Welt wir wieder zur Natur zurückfinden können, sowohl Verbindung zum Makrokosmos und der Sinn, der darin liegt, und natürlich unsere eigene Natur von einer mehr narzisstisch geprägten, an uns selbst zuerst denken, an die Gemeinschaft zuerst denken. Wie kann ich angesichts der Herausforderungen mir eine positive Denkweise bewahren und sie an meine Mitmenschen weitergeben? I will be a tree. Am liebsten denke ich ein Wassertropfen im Ozean. Vielleicht eine Weide an einem Wildbach?